Jo Freunde der verbackten Unterhaltung, ich grüße euch zu einem weiteren Video. Eigentlich wollte ich das Video auf meinen Zweitkanal hochladen, aber ich habe mir gedacht, weil ich war selbst davon betroffen, habe mir eigentlich gedacht, das ist so ein Einzelfall gewesen. Ich dachte mir, okay, vielleicht war ich irgendwie besoffen und habe das Ganze umgestellt, aber ja, ich konnte letztendlich gar nichts umstellen. Und ja, dadurch, dass ich, wie gesagt, selbst betroffen war, habe ich mir gedacht, okay, ich lade das auf meinen Hauptkanal hoch. Vielleicht geht es der breiten Masse, okay, ich denke nicht der breiten Masse, aber vielleicht geht es einigen wenigen von euch so, aber ich kann dann behaupten, ich habe einigen der wenigen geholfen, beziehungsweise darauf aufmerksam gemacht. Gut, Pate, was meinst du denn? Jetzt red doch nicht um den heißen Brei. Ich rede davon, dass es einzelne Fälle gibt, wo FIFA 20, EA, also einfach das Spiel, eure Spieleinstellungen automatisch verändert und dann quasi auch blockiert, dass ihr das mal nicht ändern könnt. Die Schusshilfe ist auf manuell, Paradehilfe ist auf manuell, das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr schießt in mehreren Spielen plötzlich 3, 4, 5 Mal auf den Pfosten, gut, dann kann es unter anderem daran liegen, war der falsche Schusswinkel und bla bla bla, wobei es gibt auch Situationen, da schießt man ans leere Tor oder aus leere Tor auf den Pfosten, aber speziell bei mir ist es dann gewesen in der Weekend League. Leute, ich habe so viele Spiele hintereinander so auf den Pfosten getroffen, habe auch extrem viele Niederlagen dadurch kassiert, Paradehilfe war auch ausgestellt und ich stelle euch jetzt mal zwei Beispiele vor, warum ich dann quasi dieses Video mache. Also Neubie, E-Sportler von Austria Wien, hat das dann sogar getwittert. Dieser Moment, wenn man komplett verzweifelt und checkt, dass man verbuggte Settings seit längerer Zeit spielt. Und genau so ging es mir auch, Leute. Bin dann auch auf die Einstellungen gegangen, weil ich hatte, bei mir war es eigentlich so, der Grund, warum ich zu den Einstellungen gegangen bin, ich hatte Probleme mit dem Spielerwechsel. Aber das ist anscheinend chronisch in diesem Spiel, dass dieser Spielerwechsel nicht so funktioniert, wie man sich's wünscht. Da bin ich dann zu den Spieleinstellungen gegangen. Dort gehen wir jetzt auch mal hin. Das sind jetzt, by the way, meine Einstellungen. Also so habe ich das Ganze eingestellt. Aber bei mir ist das passiert, dass bei mir Time Finish war ausgestellt. Passblockhilfe war ausgestellt. Und das Krasse ist, die Schusshilfe war auf manuell, Leute. Ich zeige euch mal. Manuell. Die Richtung, in die du zielst, ist auch die Richtung des Schusses. Ja, also da wird nichts irgendwie korrigiert oder sonstiges. Der Schuss wird automatisch in die Richtung Tor gelenkt. Wirklich, wenn ihr das Gefühl habt, dass es so oft auf den Pfosten schießt oder grundsätzlich kontrolliert einfach mal eure Spieleinstellung, eure Controller-Einstellung. Vielleicht hat sich was geändert. Paradehilfe. Körpernahe Bälle werden automatisch gehalten. Bei allen anderen Schüssen müssen Stellungsspiel, Richtung und Timing stimmen. Bälle, die relativ körpernah sind, werden automatisch gehalten. Ansonsten müssen Stellungsspiel und Timing stimmen. Die Richtung spielt keine Rolle. Nur reflexhafte Paraden sind automatisch. Alle anderen Bälle hängen von Stellungsspiel, Timing und Richtung der versuchten Parade ab. Da weiß ich jetzt gar nicht, was da eigentlich richtig gehört, Leute. Bei mir war es jetzt auf Semi. Ich lasse es jetzt einfach mal auf Semi. Aber da war auch manuell eingestellt. Und gerade bei der Schusshilfe, Freunde, also da ist Mithilfe, denke ich, mit das Beste. Ansonsten kommt das zu, ja, oft, ja, zu, ansonsten könnte es wirklich zu noch öfteren Pfostenschüssen kommen, was jetzt eh schon der Fall ist. Das heißt, kontrolliert unbedingt eure Settings. Man sieht dann auch, dass es eben gesperrt ist, dass man das so nicht umstellen kann. Ihr müsst dann einfach auf Standardeinstellungen gehen, also auf Zurücksetzer. Dann kann man das dann wieder einstellen. Wobei ich hatte dann auch selbst den Fall, trotz Standardeinstellungen, dass es nicht funktioniert hat. Dann bin ich wieder rausgegangen und dann wieder reingegangen. Also ich habe das dann so oft gemacht, bis es dann funktioniert hat mit den Standardeinstellungen. Und so kann man das dann quasi wieder retour machen oder dann einfach so einstellen, wie es sich gehört. Eben Schusshilfe, Mithilfe, Paradehilfe muss ich dann selbst schauen, ob das Semi passt oder ob eben auch Mithilfe. Und ja, das war wieder ein kurzes und knackiges Video zu einem weiteren Bug. Ihr könnt dann auch auschecken meinen Fitness-Bug, also mein Fitness-Bug-Video. Und ja, dadurch, dass ich dann anscheinend doch nicht der Einzige war und das dann auch in den E-Sport ging, weil, wie gesagt, Neubis E-Sportler von Austria Wien, Kevin, der auch darauf geantwortet hatte, der ist auch irgendwie Thema E-Sport drinnen. Deswegen, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Drückt sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben. Gebt auch Feedback. Vielleicht wart ihr einer davon, der davon betroffen war. Ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne schreiben. Seid ihr noch von anderen Bugs betroffen? Könnt mir auch gerne Beweise schicken auf Instagram oder auf Twitter. Dann kann ich dann auch sehr, sehr gerne ein Video dazu machen, wenn sich quasi derselbe Bug häuft oder wenn es dann auch einen gewissen Bug gibt, den es in der Form, noch nicht so bekannt ist. Und wie gesagt, dann schickt mir einfach den ganzen Hasen. Und ja, ich bin raus. Daumen nach oben, Abo hinterlassen, würde mich sehr darüber freuen. Ciao!